Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Rift Let's Play mit Iroini. Das wird jetzt auch die letzte Aufnahme sein, denn morgen ist mein Abo zu Ende und ich habe nicht vor, mir ein Abo zu kaufen, ein neues. Kostet ja auch unnötig Geld und nur um alle 14 Tage mal ein bisschen Rift zu Let's Playen, lohnt sich das nicht wirklich. Also gucken wir mal, dass wir heute das erste Gebiet abgeschlossen kriegen, dass die Sache ein rundes Ende kriegt. Und ansonsten hoffe ich mal, dass wir heute noch einiges an Spaß haben werden. Ihr zumindest, denn jetzt kommen so die Gebietsteile, die ich gar nicht mag. Das kann ich euch schon versprechen. Jetzt geht's richtig ab. Ich werde sterben und noch mehr sterben und noch mehr sterben. Und am Ende des Tages werde ich fluchend das Spiel von meiner Festplatte deinstallieren und nie wieder Rift spielen wollen. So, da sind wir auch schon. Wir haben in der Hauptstadt aufgehört zu spielen. Genau, damit wir möglichst viel erholt kriegen. Jetzt sieht man, die Leiste ist bis hier hinten in grün, sprich das nächste Level ist geschenkt. Oh, schön dunkel heute. Falls jemand fragt, nein, ich konnte Cabo nicht motivieren, sich ein Abo zu holen und hier mitzumachen. Allerdings, sobald die letzte Rift-Folge dann hochgeladen ist, geht's gleich weiter mit Einblicken von World of Warcraft, der Classic-Content. Da gibt's gleich ein Doppel-Let's Play, einmal ich alleine, einmal ich mit Cabo. Wenn er genauso spielt wie in Rift, geht das ich und Cabo nur bis Stufe 40, weil er hat dann keine Lust mehr. Aber mein Gott, Hauptsache man hat etwas gesehen von der Welt. So, und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier hinrenne. Da vorne ist ein Rift. Theoretisch könnten wir da hinrennen. Gucken uns das doch gleich mal an. Da läuft auch schon eine erste Truppe wieder. Die ignorieren wir einfach mal und gehen zielgeradeaus zu dem Rift da vorne. Ein Wasserrift. Mal richtig schön hier drauf. Jetzt habe ich gleich zwei Mobs auf mir, wie nett. Mann, diese blöden Mobs, die hier auch noch rumstehen müssen. So, fehlen noch zwei von den Viechern. Jetzt noch einer. Das scheint übrigens nach der Quest hier zu urteilen gerade sogar eine Großinvasion zu sein. So, am Rand gehen, die erste Phase ist vorbei. Das Ding hier vorne finde ich toll, das ist eine Muschel. Ah, schon wieder Schleimviecher. Auf sie mit Gebrüll! Ganz entspannt hier. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Aber wir sind recht langsam. Da hauen schon wieder jede Menge Truppen hier ab. Ach, da ist auch noch ein zweiter hier. Oh ja, aber gut, die Hilfe können wir jetzt auch gebrauchen, denn jetzt sieht es etwas nicht ganz so erfreulich aus. Unser Lebensbalken nähert sich dem Ende.
Ohne Carbo auch keine Möglichkeit hier zu heilen. Auch die Phase abgeschlossen. Oh. Noch eine Phase. Deshalb kann ich diese Wasserdödel schon nicht mehr sehen. Ja genau, geht alle auf mich. Oh Gott. Na komm, habe ich noch irgendwo einen Heiltrank im Inventar? Schnell. Nein. Nein. Ein Mana-Trank hätte ich im Angebot. Okay, das war schon. Endlich. Da sind wir wieder. Warten wir noch, dass wir die Katze holen können. Wir rufen unseren niederen Urgefährten. Und jetzt helfen wir dem Typen hier. Und was habe ich gesagt? Das erste Mal lag ich jetzt schon auf der Fresse. Oh, hier läuft doch gleich die Zeit ab, sprich wir werden hier keinen Endboss sehen. Macht auch nichts, wir haben gute Erfahrung hier bekommen. Die Viecher heilen sich auch noch ein bisschen, wie gemein ist denn das? Oh, ich höre schon wieder meinen Herzschlag. Aber es ist vorbei, Frieden, denn der Rift ist geschlossen. Oh. Ah, genau, wir hatten ja die Quest, dass wir die anderen Klassen freischalten und dafür Ebenenscherben sammeln müssen. Jetzt haben wir eine Ebenenscherbe und die bringen wir auch gleich zurück in die Hauptstadt. Weil, ist halt eine Quest und dafür gibt es gute Erfahrung. Und natürlich auch die anderen Klassen. Ich hoffe, das war jetzt auch richtig. Unser Inventar wirkt etwas gefüllt. Ja, ist richtig. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch mache und dass die falsche Quest war. Aber nö, ich mache bisher alles richtig. Heute könnten wir theoretisch noch das ganze Geld auf dem Schaf verschleudern. Denn ich habe ja eh nicht vor, hier weiter zu spielen. Sprich, wir können alles raushauen und alles kaufen an Luxusgütern. Oder zumindest so tun, denn für 6,50 Platin kriegt man nicht viel. Achso, ja, ich muss das noch irgendwie aktivieren hier, das Item. So. Irgendwas musste ich damit noch machen. Achso. Ah. So, jetzt wird's aktiviert. Und jetzt kriegen wir einen NPC, den wir noch bewegen. Ah, besiegen müssen. So, und jetzt können wir die Quest abgeben. Große Sonne. Hoher Besuch. Möge euer Weg sicher sein. Nehmen wir uns gleich die nächste an. Ich habe Arbeit für auserwählt. Ich weiß, ihr seid das. Jetzt haben wir natürlich auch wieder etwas Geld bekommen. Vielleicht reicht es ja jetzt endlich mal für ein Reittier.
Eure Gegenwart ehrt mein Geschäft. Ja, es reicht. Was nehmen wir denn? Gestreift, braun, schwarz oder steinfarbenes? Nehmen wir mal das Schwarz-Schweifvieh. Ich hoffe, ihr kommt. So, das müssen wir jetzt quasi lernen. Das ist wie in World of Warcraft. Reittiere sind Fähigkeiten. So, die sieht man dann hier im Charaktermenü unter Reittiere. Ziehen wir uns in die Leiste und können es gleich auch benutzen. Da haben wir dieses komische, ich finde die Schnauze von den Viechern so derbe hässlich. Guckt euch das mal an, ich gehe mal noch näher dran. Es ist so richtig wie abgehackt. Aber zumindest können wir jetzt reiten. Man merkt, wir bewegen uns sehr viel schneller vorwärts. Wir können uns jetzt viel bequemer über die Ebenen bewegen. Und werden von der erstbesten Spinne vom Pferd gekloppt. Da vorne wäre jetzt gleich wieder ein Rift. Da könnten wir dann die zweite Quest abschließen. Aber ich denke, wir machen jetzt erstmal bei den normalen Quests weiter. Jetzt muss ich mal im Questbuch gucken, was da alles war. Ne, das ist Fähigkeiten. Hier ist das Questbuch. Nee. So. Da. Obwohl, das könnten wir eigentlich theoretisch hier alles ausmachen. Dann haben wir noch eine Quest und die ist benutzt das komische Item, um Wesen der Tiefe zu enttarnen. Und den Bürgermeister müssen wir enttarnen. Wohl bemerkt, nur enttarnen, nicht besiegen. Das ist ein Unterschied. Denn wir gehen jetzt einfach hin. Enttarnen und rennen weg. Der nächste, der jetzt kommt, muss die Mobs jetzt halt erst platt machen. Aber wir nochmal von neu. Der nächste, der kommt, hat jetzt zwar Pech und muss die Mobs platt machen. Aber wir sparen dadurch etwas Zeit. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das hier auch instanziert. Denn ich hatte hier irgendwie noch nie das Glück, irgendwie Mobs wegmachen zu müssen. So, das sind dann zwei, dann noch einer, nehmen wir den da vorne. Berylia Grünblatt. Na los. Huch. Sind fertig. Auch wenn ich nicht weiß, wo wir jetzt den dritten enttarnt haben, aber mein Gott, wir sind fertig. Nehmen wir die Quest ab. So hört mich an. Und kriegen gleich eine neue. Und dann sehe ich, es ist schon wieder eine Aufnahme vergangen. Ja. Tschüss.